Ja, Mette Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute schauen wir jetzt mal ein paar Clips vom 18.07. an. Unter anderem, wie Rainer Pirella aus dem Stream schmeißt. Sehr interessant. Und ja, ein Fazit wieder zum Pirella-Fest kommt. Ist leider nicht viel passiert, aber darüber reden wir in einem anderen Video, denke ich mal. Ja, schaut gerne in die Videobeschreibung. Schaut für diesmal bei der Hydro-Eule. Ja, alles Wichtige ist in der Videobeschreibung. Wenn ich live bin, schaut gerne live. Ich denke heute 18.30 Uhr. Ja, 18.30 Uhr gehen wir live. Ich würde mit euch gerne eine Hater-Tierlist erstellen. Oder eine Drachen-Game-Tierlist, besser gesagt, wo alle Akteure dabei sind. Oder viele. Es sind 70 Kategorien, sage ich schon. 70 Bilder dabei. Auf irgendwie 6, 7 Kategorien verteilt. Ich würde schon Bock machen, das live zu diskutieren. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal in den ersten Clip rein. Ja, YouTube hat wieder keinen Bock, dass Pirella-Clips gezeigt werden, wieso auch immer. Auf jeden Fall, sie kommt rein und hat sofort angefangen zu erzählen, ja, Rainer, dies, das, Ansage hier, da, bla bla bla. Und Rainer hat halt sofort versucht, sie ein bisschen zu stoppen. Und es hat nur semi-gut funktioniert. Und sie hat wieder angefangen, von irgendwelchen Illuminati zu sprechen und dann, dass sie ja weiß, wer dahinter steckt, dass sie Kommentare bekommt, bla bla bla. Typisches Pirella-Zeug halt. Aber ja. Damit ihr versteht, worauf ich mich da gerade beziehe. Ich meine, es kann natürlich sein, dass sie sich jetzt gerade so komisch verhält mit den Illuminaten und so weiter, weil einfach das Fest vor der Tür stand, ne? Dass sie wirklich schon, ich meine, sie ist krank. Die Polizisten haben es wohl anscheinend, ich habe es selbst nicht mitbekommen oder gesehen, aber haben wohl anscheinend bestätigt, dass Pirella eine psychische Krankheit hat und die auch vorschiebt, nicht arbeiten zu müssen, also Krankengeld zu bekommen. Und wegen TikTok hat sie ihren Job wohl verloren. Das war alles nur Quelle für Tommy, Bruder. Davon kann ich selbst nichts belegen. Aber es würde schon erklären, warum sie jetzt in diesem Stream so ist. Oder schon seit ein paar Tagen schon. Weil ich glaube, egal was für ein Mensch du bist, wenn es heißt, oh scheiße, es könnten ein paar hundert Leute an dem Tag vor meiner Tür stehen, da wird jeder ein bisschen nervös. Bin ich mir sehr sicher, dass es da nur sehr, sehr wenige Ausnahmen gibt. Aber wenn selbst der Drachenlord dich schon wieder stoppt, sagt er, dass du lassen sollst, dass er das nicht will, obwohl du eine Frau bist. Obwohl er dich positionieren möchte. Das ist doch dann schon wirklich eine starke Aussage. Deswegen schauen wir weiter, sie wird noch mehr erzählen. Schauen wir einfach mal weiter. Namen von TikTok von Top-Supporter. Was Täter sind von Rufmord. Und ich bin bereit, diese Namen ins Video, falls die mein Account bis Mitternacht nicht löschen. Hör auf, solche Namen zu veröffentlichen. Damit machst du dir das Leben zur Hölle. Damit machst du dich selber straf. Nein, bist du nicht. Glaub mir, bist du nicht. Das ist eine Straftat, sowas zu veröffentlichen. Ist mir egal. Es geht um Leben. Es ist eben nicht. Ich bin unter Angststörung. Verstehe mich nicht falsch. Wenn ja, aber dann solltest du vielleicht... Dann solltest du dir vielleicht helfen lassen, was das angeht. Weil das funktioniert nicht. Nein, weil so ich weiß, ich habe recht. Polizei war gestern bei mir zu Hause. Polizisten kommen zu mir extra nach Hause. Ich bin unter Schutz. Meine Ortschaft wird am 19.08. Wallabilla Festival evakuiert. Es gibt keine Ausreise oder Anreise. Nichts, evakuiert wird mit Sicherheit nichts. Wenn, dann wird da Polizei vor Ort. Polizei? Feuerwehr. Die waren gestern bei mir, privat. Die hören ja, aber evakuiert, weißt du überhaupt, was evakuiert bedeutet? Evakuiert bedeutet, dass die Leute ihre Häuser verlieren und rausgehen müssen. Nein. Ja, genau, es gibt keine Anreise und Ausreise. So. Ich glaube, Karstenstall war das. Keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, soll das nicht die ganze Zeit irgendwelche Leute in den Mund nehmen, wo du das gar nicht mitkriegst von den Leuten. Die Leute können nichts dafür. Es geht um mich. Es geht nicht um dich. Ja, aber du bringst doch die ganze Zeit irgendwelche Namen. Du kennst doch diese Menschen gar nicht. Du hast doch gar keine... Ich kenne Täter von meinem Rufmord. Ich rede über mich jetzt, Drache, okay? Drache, ich rede über meinen Namen, über meinen Rufmord, über meine Familie. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht,
Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was genau, worauf du gerade genau hinaus willst Ja, gerade. sicher, weil du hast in meiner Meinung, es ist nur meine Behauptung, noch immer Gott mit das Effekt. Also ja, wie ich gerade schon sagte, die zieht wirklich komplett durch und erwähnt auch das Fest. Das bestärkt mich so ein bisschen in meiner Annahme, dass sie halt wirklich Angst davor hat. Ich meine, klar, wir haben es heute gesehen, sie hat sich ein paar Mal am Fenster gezeigt. Wie gesagt, mehr davon im separaten Video. Aber ja, so wie sie wieder reinkommt, wieder dem und dem was vorwirft, Rainer kommt gar nicht dazu, sie zu unterbrechen, weil sie einfach weiterredet. Sie ist halt sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Zuerst macht sie eine Ansage gegen Rainer, dann schreibt sie sich wieder ein, dann will sie wieder Hilfe. Aber ich finde es aber sehr bemerkenswert, ja, wirklich bemerkenswert, dass Rainer da den moralisch richtigen Weg nimmt und ihr sagt, dass sie Hilfe suchen soll, weil sie braucht dringend Hilfe. Ich weiß nicht, ich denke mal, vorher war sie schon vorbelastet, wodurch auch immer, wissen wir nicht. Aber sie braucht wirklich professionelle Hilfe. Ich denke, da sollten wir uns alle einig sein. Und wenn selbst Drache es erkannt hat, der Drachenlord es erkannt hat, dann kommen auch wir nicht drum rum, es zu akzeptieren. Aber ja, im Stream hatten die Polizei auch heute gesagt, dass sie nicht einfach verbieten können zu streamen und so weiter, weil ja, in Österreich ist eh nicht ein freies Land wie Deutschland. Aber ja, schauen wir mal, was hier noch so viel Zeug rausmeldet. Ehrlich gesagt gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was genau, worauf du gerade genau hinaus willst Ja, gerade. sicher, weil du hast in meiner Meinung, es ist nur meine Behauptung, noch immer Gott mit das Effekt. Noch immer hast du Gott mit das Effekt. Das ist nur meine Ja, du weißt Behauptung. über mein Leben und über meine YouTube- und TikTok- und Sachenkarriere mehr als ich selbst. Das weiß ich ja. Und du weißt auch besser wie ich, wie das funktioniert. Das hast du mir ja schon mehr als einmal gesagt. Glaube ich Das zwar nicht, ist. ist Schwachsinn, weil ich seit 12 Jahren in dem Beruf arbeite, auch wenn ich nicht nur auf TikTok war, habe ich auch ein bisschen Ahnung davon. Du bist nicht die einzige Person, die irgendwas, wovon irgendwas versteht. Und über meine Hater verstehst du mit Sicherheit nicht mehr als ich. Mit Sicherheit Da, nicht. das kann stimmen, deswegen ich opfere mein Leben. Aber ich glaube, ich Das bin da ist ein immer bisschen etwas, geschützt. das ist etwas sehr melodramatisch, glaubst du nicht? Schau, so kann das nicht weitergehen. Viele Menschen nehmen sich da unter Cybermobbing leben. Viele Menschen leiden da. Viele Menschen bekommen psychische Probleme. Ich habe Musst du schon mir nicht Mobbing sagen, ich weiß durchgemacht. das. Deswegen mache ich das, was ich mache. Lass mich das Das machen. Problem ist, dass das Problem ist, nein, nein, lass ich nicht, weil das Problem ist, dass du genau damit das Ganze noch verschlimmerst. Merkst du das denn nicht? Das versuche ich dir die ganze Zeit zu erklären, aber du hörst hier nicht auf mich. Ich, der Profi, der Experte in der Situation ist, auf den solltest du vielleicht in der Situation hören, aber das tust du nicht. Drache, lass mich. Mach dir keine Sorgen, ich habe Schutz. Ich Also ich finde, das ist ja schon wirklich etwas gruselig, ne? Man könnte wirklich meinen, man redet mit Rainer vor 10 Jahren. Nein, ich weiß alles besser. Nein, du weißt nichts über mein Leben. Nein, ich schaffe das. Ich habe Schutz, bla bla bla. Man könnte wirklich meinen, man wird so in... Man hätte Rainer genommen, ihn 10 Jahre zurückgeschickt und man sich selbst reden lassen. Und da sieht man auch ein bisschen, wie verzweifelt er wird. Und vielleicht, ganz vielleicht, ganz, ganz vielleicht, macht es ja vielleicht bei ihm auch Klick. Dass er denkt, oh Scheiße, irgendwie kenne ich diese Monologe, die ich hier gerade führe. Haben es sich auch irgendwie schon 1000 Leute gesagt vor 10 Jahren, die mich genau vor dem gewarnt haben, was jetzt bei mir passiert? Naja, ich finde auf jeden Fall, Props an Rainer, muss man sagen, er geht damit. Ich glaube selbst, dass ich das hier sage. Ne? Also, er geht damit wirklich gut um. Er versucht es immerhin, dass sie endlich mal aufhört. Es kommt für mich aber so ein bisschen so rüber, weil diese Parallelen, die man gerade zieht, mit Rainer vom Verzehner und Birella jetzt. Es wirkt natürlich auch ein bisschen gestellt. Ich meine, natürlich kann man sie jetzt benutzen, sage ich mal, oder mit ihr den Plan haben, dass sie sich jetzt als der große Gegner aufspielt und Rainer sich Stück für Stück rehabilitiert. Das könnte deren Plan sein. Ich meine, wenn der ganze Hass jetzt auf Birella übergeht, hat Rainer ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Und dann hat man auch immer die Sache, ja, der Rainer schon seit einem halben Jahr versucht er mit Birella zu reden, bla bla bla. Da hat man auch so ein bisschen mehr Argumente, als man jetzt hat. Weil jetzt, ja, Rainer, du bist vor 10 Jahren immer noch genauso, wie du heute bist. Aber wenn das jetzt ein halbes Jahr so geht, dass Rainer Leuten ins Gewissen reden möchte, könnte man als neutrale Person argumentieren, dass Rainer sich geändert hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Plan dahinter, dass man Birella gerade so, ja, opfert, sag ich mal. habe Schutz, ich habe wirklich Gefühl, dass Von ich wem habe denn? richtige, kann ich Von wem nicht hast du denn sagen. Schutz?
Ich Du hast kann nicht keinen sagen. Birello hinter dir, du hast ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, die ganzen Varelo Namen ist hast du das nicht sicher hinter nicht. dir. Nein, 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 Varelo Du ist hast das auch keine sicher solchen anderen Leute hinter dir. nicht. Ich weiß, aber ich habe deine Gefühl, die Wahrheit muss gesagt werden. Also Das ich habe das Leben, Gefühl, dass du ich dich mit der Sache glaube. nur noch mehr reinziehst in die Scheiße. Und Nein, ich versuche das nein. zu verhindern. Du, ich habe all diese Scheiße hinter mir. Ich habe das mehr als einmal durchgemacht. Ich verstehe was davon. Okay, aber das Und darf ich nicht wieder sehe, wenn jemand die gleichen passieren. Fehler macht, und ich sehe, wenn jemand die gleichen Fehler macht, die ich gemacht habe. Und ich versuche dich davor zu beschützen, dass du die gleichen Ich Fehler machst wie ich. weiß, Ja, dann hör Dankeschön. doch auf mich auch. Aber so kann das nicht weitergehen, sonst Richtig, passiert kann das es noch nicht, aber wieder. da, falsch. Sonst. Das, was du gerade machst, sorgt dafür, dass du in die Situation kommst, in der ich bin, und vor der versuche ich dich zu beschützen. Und ich versuche, andere Menschen zu beschützen, dass denen nicht passiert, das, was mir passiert gerade und das, was dir passiert gerade. Die Das ist beste einfach. Situation, wie du das Ganze, das Beste, wie du das Ganze dafür sorgen kannst, dass das nicht passiert ist, Das ignoriere ist die mir Scheiße. alles bewusst. Das hat Ignoriere die mir auch. Scheiße, was die machen. Geh nicht auf den Scheiß ein, den die machen. Wenn die vor deiner Ortschaft sind oder vor deiner Tür sind, ruf die Polizei. Dann werden Die die Tür. Nein, nein, abtransportiert nein, nein, und dann nein, hat die nein, nein, Sache nein. sich Okay. erledigt. Und ansonsten geh auf Warte. nichts sagen, geh nicht raus, mach nichts. Das habe ich alles all die Jahre gesagt bekommen. Ich habe es all die Jahre Drache. trotzdem immer gemacht und ich habe damit alles nur noch schlimmer gemacht. Drache. Ich bin Montana Black 2.0. Ohne Scheiß. Nein, bist du Wenn nicht. Bist du nicht mal die. ansatzweise. Drache, hör zu. Die Oh Gott. machen sich strafbar, wenn die unsere Grundstück beitreten. Ja. Die machen sich damit strafbar. Das bedeutet, ich habe jetzt Video gesehen, die filmen unser Haus von Birella, Entfernung. Birella, Birella, Ja? habe ich alles auch Ja? gehabt. Und ich sag dir, nope. Nope, Okay. nope, nope, nochmal Okay. nope. Was ich noch zu dem Clip davor sagen wollte, sie hatte gesagt, dass sie sich für andere einsetzt, bla bla bla, dass andere nicht darunter leiden. Das habe ich auch schon mal irgendwo gehört, ne? Wie gesagt, es ist für mich einfach zu. Ja, wie soll ich sagen? Zu. Wie nennt man das? Ja, zu perfekt. So, sie beschreibt ja wirklich Rainer vor 10 Jahren, dass, wie es Rainer auch macht, er perfekt daran quasi einleiten kann. Ja, dass er sagt, ja, ich war auch mal so, aber ich habe mich gebessert. So nach dem Motto. Und ich glaube, genau das ist der Plan dahinter. Ich glaube nicht, dass Birella wirklich so verstrahlt ist, dass sie solche Aussagen trifft. Klar, sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, wie man so schön sagt. Aber selbst das ist zu viel. Deswegen, ich glaube, die versuchen, es stand auch in den Kommentaren ein paar Mal, das Wort fand ich sehr passend, Rainer zu whitewashen. Einfach Leuten, die ihn befürworten, Argumente zu geben, ihn zu befürworten. Wie ich ja gerade schon im Clip gesagt hat, unser größtes Argument ist gefühlt, jo, Rainer ist immer noch wie vor 10 Jahren. Deswegen sollte man die Sachen vor 10 Jahren immer noch kritisch beurteilen. Aber wenn man jetzt als Befürworter die Argumente hat, jo, seit einem halben Jahr jetzt, ne, in der Zukunft gesprochen, jetzt in einem halben Jahr hat der Rainer wirklich alles getan, um gewissen Leuten die Augen zu öffnen, die nicht die gleichen Fehler zu machen wie er. Dann wird es schon ein bisschen schwerer zu argumentieren, dass Rainer immer noch für das verantwortlich gemacht werden soll, was er damals getan hat. Um die. Was du hier machst, auch diese Diskussion hier, macht es immer nur noch Schau, schlimmer. mein Name ist eh schon wieder zerstört. Mein Name hat eh keinen Wert mehr. Keiner will mit mir mehr zu tun haben. Mein Traum haben die eigentlich kaputt gemacht. Das kenne ich. Kenne ich nur zu gut. Und willst du, dass das zu jemand anderem passiert? Wir müssen Nein. das Aber stoppen. so wie du es machst, funktioniert es nicht. Ich habe es 10 Jahre lang versucht. Es funktioniert nicht. Da Das muss man einen anderen. funktioniert. Nein, da muss man einen anderen Weg finden. Da muss man einen anderen Weg finden. So wie du das machst, funktioniert es nicht. Weil ich habe das 10 Jahre gemacht und ich bin 10 Jahre gegen eine Wand gerannt. Gegen eine Diamantwand. Okay, ich wollte nur. Ich habe schon Ansagevideo gemacht. Also, es hat mit dir gar nichts zu tun, Drache. Du bist da weg. Ich wollte das nur stoppen. Ich wollte stoppen Cybermobbing. Ich kenne die Täter. Ich kenne Name von Chef. Was hat Motorradfirma? Dann zeig Das ihn ist. an. Kann Dann ich zeig die nicht. Leute an. Dann hast du auch keinen Namen. Werde ich Du machen, kannst wenn mir. nur. Ich habe jetzt Schiss, schau, Angststörung. Ich verlasse jetzt mein Haus nicht. Wenn Polizei zu mir kommt, ich zeige denen an.
Aber momentan kann ich nicht draus gehen von Haus, weil ich weiß, dass da irgendwo Idioten herumlaufen. So einfach vorhin der Entschuldigung zu drücken, vielleicht sogar. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Irgendwie sprechen Sachen dafür, dass es abgeplant ist, andere Sachen nicht. Weil ich meine, umso länger dieses Gespräch geht, umso genervter wird Rainer auch. Und Rainer, würde ich nicht so gut wissen, wie schlecht Rainer schauspielert, würde ich 10 von 10 sagen, das ist gespielt. Aber Rainer kann nicht schauspielen. Egal was er macht, man sieht sofort, dass er es nicht ernst meint. Und bei diesem wütend werden, glaube ich das irgendwie. Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr auch denkt, dass das nicht ganz, ja, koscher ist, was da passiert. Dass sie das so ein bisschen spielen oder glaubt ihr ja, ne, Virella dreht komplett durch, selbst Drache hat da keinen Bock mehr drauf. Aber das ist echt schwierig, weil Rainer kann nicht schauspielern. Drachenlord kann per se nicht schauspielern. Ich kann nicht mit 99 von anderen Fällen sagen, wann er schauspielt und wann nicht. Und hier glaube ich irgendwie, dass er es nicht tut. Naja, und jetzt fängt sie an, ich hatte bei Telegram gelesen. Da hat jemand einfach mal bei ihr irgendwelche Schlagwörter reingegeben, solche jetzt, wie sie sagt, Hells Angels. Und dann plötzlich sagt sie, ja, ich habe davon 1000 Ordner, bla bla bla. Ich glaube, die ist so tief in ihrer Psychose drin, dass die, glaube ich, egal was man ihr vorwirft, auch mit den Illuminaten. So. Aber bestimmt irgendwer in den Chat geschrieben und sie ist darauf komplett angesprungen. Eieieiei. Draußen und gestern habe ich Video gesehen, wie die unsere Haus finden. Deswegen kommen die Polizei immer zu mir nach Hause. Was du Gestern hier habe gerade machst, ist schon wieder ein Fehler, weil du das immer noch mehr aufpusht. Merkst du das denn nicht? ich will denen anzeigen, wenn ich raus von meiner Depris bin. Ich bin jetzt in mein Loch Hier. drinnen. Ich Ich gehe zeig dir, nicht wie das raus. funktioniert. Das hier. Ja. Mund zu und Anzeige an die Polizei. Ruf die Polizei an, dann müssen sie halt zu Habe dir ich kommen, wenn du. gestern Dann müssen angerufen? sie halt, dann mach das nochmal und nochmal und nochmal und Ich nochmal. habe Und wenn du es ja Millionenmal machen musst. St. Pölten Polizeizentrale gestern Ja, hör auf, angerufen. das hier zu erzählen. Hör auf, das im Live zu erzählen. Hör auf, Videos darüber zu machen. Hör auf, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Auf diese Weise. Weil das macht es nur noch schlimmer. Auf diese Art wirst du das nicht los. Auf diese Art ziehst du nur noch mehr Leute mit rein. Ich Aber die weiß nicht, haben wovon ich meinen Traum rede. zerstört. Ich wollte Streamerin sein. Jetzt habe ich keinen Support, keinen Matchpartner. Die haben meinen Traum zerstört. Ja, dann zerstör ihre. Aber auf eine Art und Genau. Weise, aber Genau. auf eine Art, aber auf eine Art und Weise, ohne dass du in der Öffentlichkeit diese Leute anprangerst, weil dadurch wird es nicht besser werden und dadurch holst du auch das, was du verloren hast, nicht zurück. So funktioniert das nicht. Schau, gestern habe ich zentrale Stadt St. Pölten Polizei angerufen und die haben gesagt, machen Sie eine Anzeige. Ich habe gesagt, okay. Falls das wieder Polizisten überprüfen, die wissen genau, ich habe Schiss, mein Haus zu verlassen wegen meiner Angststörung. Ich werde eine Anzeige sicher machen an Chef von Motorradmafia, Herli oder so Hör heißen auf, die. dass das, nein, 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 hast du, sowas hat hier Ja! nichts verloren. Die Nein. haben meinen Traum zerstört. Das weiß ich, das ist nichts Ungewöhnliches von denen, Deswegen, das ich ist bin genau deren bereit, Vorgehen. denen anzuzeigen, wenn mir psychisch besser geht. Du sollst aber hier sowas nicht veröffentlichen. Wie oft noch? Weißt du was? Das müssen alle anderen wissen. Sonst kommen nächste Opfer, nächste Opfer, nächste. Das ist nicht. So machst du das Ganze nur noch schlimmer. Und ich gebe dir hier nur noch mehr Plattformen. So funktioniert das nicht, Birella. So machst du es nur noch schlimmer. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich meine, das gerade mit dem Konstruieren, was sie auch mit den Illuminaten und mit den Hells Angels gerade macht, kann man natürlich auch so auslegen, dass sie gerade, ja, Drachenlords Situation, ja, imitiert, sag ich mal. Sie weiß, was der Drachenlord ist, sie kommt damit täglich im Kontakt und spielt das auf sich selbst auf. Ich glaube, dafür gibt es eine Krankheit. Irgendwie ist es nicht Münchhausen oder sowas, dass man immer, wenn man irgendwo was sieht, was einem halt quasi Aufmerksamkeit gibt, zum Beispiel jemand ist im Krankenhaus und er sieht rechts neben ihm im Bett liegt jemand mit einem gebrochenen Bein. Dann wird er auch so tun, als hätte er auch ein gebrochenes Bein, weil er sieht, wie viel Aufmerksamkeit die Person bekommt deswegen. Und ich kann mir das vielleicht sogar echt vorstellen. Schon krass, wie du am Anfang des Videos bin ich da überzeugt, dass es gespielt ist. Jetzt am Ende widerlege ich mich quasi so ein bisschen. Aber wie gesagt, so, das ist schwierig so. Wie gesagt, ich bin sehr auf eure Meinung da gespannt.
ob ihr eher dem Minute 1 bis 10 Ich vertraut oder dem Minute 10 bis 20 Ich. Schwierig zu sagen, weiß man nicht. Aber ja, und das Sache, sie am Ende rausschmeißt, das ist schon echt. Ich bin echt zwiegespalten. Ich bin wirklich hin und her gerissen, ob ich das jetzt glauben kann oder nicht. Aber ja, ich würde sagen, das war ein historischer Moment. Rainer hat mal eine Frau rausgeworfen, die was mit ihm zu tun haben möchte. Naja, wie gesagt, schaut gerne heute im Stream vorbei. 18:30 Uhr, die Hater-Top-Liste oder die Game-Top-Liste. Habe ich echt Bock drauf, das live zu machen. Wird bestimmt lustig. Und ja, schaut gerne sonst in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns irgendwo. Haut rein.